Skunk Number One, SQ, Bruce Banner. Leute, zieht euch mal bitte rein, wie viel Stuff hier rumliegt. Alter, Leute, hier sind noch komplette Pflanzen. Duftet auf jeden Fall nach Hecke. Die Plugs, die wir denen gekauft haben, hatten ein gutes Menü. Also solides Menü, sagen wir es mal so. Hier hätte ich spätestens als Polizei auch gar keinen Bock mehr gehabt. Aber hier haben wir noch mal eine komplette Knolle am Start. So Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Vincent Breed. Heute mal was ganz Besonderes. Ich stehe hier mit Patrick aus Münster. Und hinter uns ist ein Baby von ihm. Kannst du mal ganz kurz erzählen, wo wir hier stehen? Also wir stehen hier vor einem Hochbunker von Baujahr 1942. Der Bunker, der war früher Proberaum. Nachher ist er von der Bundesanstalt für Immobilienmanagement verkauft worden. Der Käufer hat das Ganze vermietet. Und gemietet haben es ein paar schwere Jungs. Und die haben hier über 2000 Cannabispflanzen angebaut. Du hast mir erzählt, als du den Bunker hier gekauft hattest, hattest du schon damals was im Hinterkopf. Wann hast du ihn gekauft und genau, was hast du hiermit vor? Also das Ganze ist ja recht frisch. Ich habe vor 2 Monaten circa überwiesen und vor ein paar Wochen den Schlüssel bekommen. Ich werde mich auf eine Lizenz für einen Cannabis-Shop oder für einen CSC bewerben. Mir gehört in Münster ein Studentenwohnheim und da würde ich das gerne integrieren. Und dieser Bunker, der bietet sich aufgrund von verschiedenen Faktoren, Abluft und so weiter, schauen wir uns ja gleich an, super an für den Anbau. Ja, und auch für die Sicherheit. Wir haben also hier meterdicke Betonwände, wo man also ganz schnell eine Sicherheitsstufe erreichen kann. Und das Ganze soll als soziales Projekt laufen. Das heißt, der Überschuss aus dem ganzen Projekt in Münster geht in meine Studentenstiftung vom Haus, worüber ich dann meinen Studenten im Haus Stipendien geben möchte, damit sie die Miete günstiger haben oder kostenfrei wohnen und auch noch Geld kriegen, damit sie studieren können und eben keine Nebenjobs mehr brauchen. Kiffen für einen guten Zweck mit Patrick. So, jetzt geht's hier durch. So, Leute. Auf in einem Bunker mit immer 2000 Pflanzen. Ey Patrick, was liegt denn hier alles? So, krass. Also die Jungs haben wirklich sich einmal voll ausgestattet. Ja, professionell angebaut, ne? Easy Plugs. Ne, ich meine, den ganzen Müll kannst du natürlich auch nicht rausschaffen, wo das verpackt war. Und dementsprechend sind die Räume vollgepackt. Okay, was geht hier? Okay, hier haben sie einfach erstmal Müll. Erstmal Arbeitsmüll. Genau, Arbeitsmüll. Hier siehst du so die Pumpengeschichten. Alter, das ist Equipment, Leute. Das müssen die hier alles angekarrt haben, mitten in einem Wohngebiet. Das musst du uns nachher auch mal erzählen, wie das dann am Ende aufgeflogen ist. Denn Patrick hat ein bisschen Hintergrundinfos. Dann können wir noch mal einmal in den Keller gehen. Im Keller haben wir noch ein paar Lampen. Okay. Und dann wurde aber nach oben hin pro Etage? Nach oben hin wurde angebaut, pro Etage, ne? Okay. Aber so könnte man das auch für Cannabis Social Clubs pro Etage? Richtig, genau. Also den Keller hier halte ich nur als Lager für angebracht. Also du siehst hier... Alter Schwede, hier ist noch komplettes Equipment, Leute. Da hat die Polizei nicht im Ansatz mitgenommen. Q-Tubes, 600er. So, und hier sieht man halt den Keller, der damals im Krieg hier auch genutzt wurde. Okay, aber hier haben sie nichts jetzt gemacht, ne? Doch, die haben ja natürlich das Wasser überbrückt. Also wenn man da guckt, da war, also mit dem Gardena-Anschluss siehst du hier das schwarze PE-Rohr, was in die jeweiligen Etagen geht. Und darüber wurde eben Wasserzufluss zu allen Etagen gewährleistet. Warte, krass. Also die haben auch den Strom natürlich hier gestoppt. Strom ist geklaut worden und auch Wasser ist geklaut worden. Das war überbrückt. Okay, das müssen wir uns mal reinziehen. Ich meine, Wasser ist ja eigentlich kein Kostenfaktor, aber haben sie trotzdem gemacht. Und okay, also hier unten war dann Druck drauf und dann über die Leitung nach oben. Über die Leitung in alle Etagen. Also dann auf nach oben. Alle Etagen, alle genutzt? Alle, also fast alle. Krass. Ich meine, du musst ja auch die 2000 Pflanzen irgendwo unterbringen, ne? Ja. Und Leute, wenn wir hier die Taschenlampen ausmachen würden, zappenduster. Also hier ist nichts mit Strom. Genau, gerade. Also hier sieht man die, wir sehen gleich nochmal. Bevor wir uns gemeinsam den Bunker weiter anschauen, solche Folgen sind nur durch die Unterstützung meines Partners Greenhouse Feeding möglich. Ganz nach dem Motto, keep it simple. Dieser Dünger ist extremst leicht anzuwenden, gerade für Anfänger. Wirklich nur einmal oben in das Substrat einbringen und danach nur noch Wasser gießen. Kein pH, kein EC korrigieren. Sich einfach nur freuen und den Ladies beim Wachsen zuschauen. Schönen Dank auch an meinen Partner 420 Pharma. Ohne solche Partner könnte ich für euch solche Videos niemals produzieren. Oben sehen wir gleich noch so ein bisschen was von abgebrannten Elektroinstallationen. Also das ist das, wo sie dann quasi überbrückt hatten. Kann man sehen, wo sie gezockt haben? Also ich vermute, das hier müsste der Hauptanschluss sein. Ich gehe auch davon aus, dass da Strom noch drauf ist. Also hier das große Kabel. Und das werden sie wahrscheinlich einfach überbrückt haben. Ne? Aber da gehe ich nicht dran, das soll ein Elektriker machen. Da halte ich auch schön Abstand erstmal von. Ja, würde ich auch empfehlen. So, ne, hier so Hesi-Produkte.
Große Kanister, hier geht's weiter. Hier sind dann, sage ich mal, schon die etwas besseren Ausstattungsgegenstände, diese kompletten Hydroponiksysteme. Ey Leute, was hier an Material liegt. Also hier kannst du noch einiges von verwenden. Hier geht noch einiges. Weil normalerweise wird das ja mal abgeräumt, damit nicht nochmal angebaut werden kann. Da, krass, alles hydroponische Systeme, Leute. Das ist komplett verpackt. Das sind alles diese viereckigen Kästen, wo du dann halt die Netztöpfe einsetzt. Und hier sind dann sozusagen die Töpfchen reingekommen. Und dann ist das Wasser hier sozusagen hier so schräg durchgeflossen. Aber ich glaube, die waren mit dem System nicht zufrieden und deswegen haben sie umgebaut. Du hast mir gesagt, hier wurde schon viel rausgeräumt. Genau, aber mehrere Container sind abgefahren worden. Also der Witz ist, als sie das abgefahren haben, hat mir eine Anwohnerin hier gesagt, sind auch Leute hinter der Entsorgungsfirma hergefahren. Die wollten die wohl direkt, bevor sie auf die Kippe abgekippt wurden, noch kaufen. So Leute, erster Stock. Ich bin gespannt, wie die Jungs ihre Plantage hier geplant haben. Ich glaube, der erste Stock war der Aufenthaltsraum. Okay. So. Hier sieht man erstmal die Spuren vom SEK-Einsatz. Also die haben hier an den Metalltüren ordentlich gewütet. Genau, wir sind hier erstmal, ob hier angebaut wurde, kann ich nicht mehr hundertprozentig sagen. Oben sehen wir es noch. Hier kommen wir in den Aufenthaltsraum von den Jungs. Wir haben hier ganz klischeehaften Erotikkalender. Und nach Aussage von meinem Polizeikontakt sollen hier die Arbeitszeiten auf diesem tollen Board notiert gewesen sein. Und man hat darüber wohl auch den Lohn verteilt. Also hier waren die Arbeitspläne an dieser... Arbeitspläne, genau. Das war ziemlich dämlich. Und ihr seht, allerwichtigste Kaffeemaschine am Start und sogar eine gute. Ja, ein Riesenbohrer, ne, damit man die Durchbrüche machen kann für die Rohre. Ne, die kosten auch ein Schweinegeld. Also was glaubst du, wurde hier investiert? 300.000, so um den Dreh. Leute, 300.000 Euro. Kannst du ja schon mal so ein bisschen erzählen, wie ist das hier zustande gekommen nach deinen Informationen? Also das soll ein Gebrauchtwagenhändler wohl vorfinanziert haben, damit die Jungs hier anbauen konnten. Das sind so meine Infos. Ja Leute, es ist ein spooky Gefühl. Ihr müsst euch vorstellen, hier haben die Leute gesessen und wussten, dass sie richtig Scheiße bauen. Und es jederzeit krachen kann. Hier noch so einen schicken Adventskalender, ne? Ja, ja. Ah, jetzt bin ich mal gespannt. Man muss sich auch das im Hintergrund noch verstehen. Hier sieht man ja die einzelnen Abteilungen. Das war vorher alles in kleine Räume eingeteilt. Das war ja ein Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Und hier war Platz für 700 Leute, die hier Schutz gesucht haben. Und 40 Soldaten Besatzung. Also dieser Raum, der eigentlich zum Schutz da war, dient am Ende zum Schutz eben von den schweren Jungs. Ah, hier auch ein guter Growshop. Auf jeden Fall, Growmark. Nicht schlecht, der Specht. So, weil was ist noch da ist noch was drin, ja. Alter, Leute, das ist von damals? Ja, da waren wir noch nicht dran. Also, warum solltet ihr kein Analogkäse essen, Leute? Weil der immer noch intakt ist. Boah. Okay. So, was geht denn hier in den Nebenräumen? Ich glaube, hier war nicht mehr, hier war nicht mehr los. Hier ist nicht so viel. Aber es geht, das ist der Anzuchtraum. Das ist ein kleiner Anzuchtraum. Also das ist auf jeden Fall Anzucht, Leute. Ihr seht es sofort. Es ist ja wirklich hier noch komplett die Pflanze. Hier einfach, wo ist denn hier die Zu- und Abluft? Da siehst du sie, da oben. Also wir haben ja hier in dem ganzen Bunker für die Leute, die hier quasi in der Kriegszeit waren, haben wir Kernbohrungen. Mehrere und dadurch kann man wunderbar Zu- und Abluft steuern, weil jeder Raum mindestens zwei Bohrungen hat. Also perfekt für den Grower. Perfekt für den Grow-Raum. Also hier könnt ihr es euch vorstellen, hier wurden auf jeden Fall die nächsten Generationen angesetzt. Lampen haben sie zum größten Teil mitgenommen, ne? Genau, Lampen haben sie mitgenommen. Hier sind noch sowas, pH-Meter habe ich jede Menge noch gefunden, hier auch. Was haben sie da für eine Marke verwendet? Mal kurz gucken. Vollkraft, naja. Also Leute, hier ist richtig Material reingeflossen. Was haben sie denn hier noch? Alt. Hier haben sie irgendwie die Zeitschaltuhren gesteuert mit. Krass. Und das ist ja erst der Anfang. Also da kommen ja noch ein paar Etagen. Wo sind denn die hier mit dem Abwasser hin? Abwasser haben die wahrscheinlich... Haben sie einfach verdunsten lassen. Gehe ich mal von aus, ne? Also hier ist noch einmal so ein Karton von einer LED.
Der Raum, der wurde auch nur so als Müllraum genutzt, aber man sieht so, was haben sie hier? Haben sie Kern? Ach, eine gute Zeus 600. Ist natürlich leer, ne? Natürlich, die sind alle leer. Die sind alle leer. Krass. Also alleine das ganze Material hierher anzukarren. Unauffällig. Unauffällig. Durch alle Etagen durchschleppen. So. So, jetzt gehen wir mal weiter. Hier sieht man das schwarze PE-Rohr aus dem Keller, was in jede Etage geht. Und dann hatten sie hier Wasser zum Anmischen. Damit sie eben Wasser haben zum Anmischen und dann auch mit Schläuchen rüber, mit Pumpen in die anderen Räume. Wann war der Bast hier? Vor 2 Jahren ungefähr, müsste ich nachgucken. Weiß ich jetzt nicht alles. Leute, seit 2 Jahren liegt das Zeug im Kühlschrank. So, hier hatte ich mal die Federmappe aufgemacht. Hier waren die unterschiedlichen Sorten drin. Ich dachte erst vielleicht Stifte, aber... Alter, lass uns mal ganz, kannst du mal kurz ja, halten? Klar. Lass uns mal kurz gucken, was für Sorten hier angebaut wurden. Oh, hier sind noch Ernteschieren, Pinzetten. So, jetzt ziehen wir uns mal. Also, Banane. Dann, was haben wir hier? Sherbert. Gorilla. Skunk. Skunk Number One. SQ, Bruce Banner. SQ. Was könnte SQ sein? Special Queen bestimmt. Gorilla 4. Okay, also so wirklich, ja, Sorten, die halt auch gut bekannt sind zum Teil. Skunk, Gorilla, sind bestimmt gut gelaufen. So, ja, dann haben wir hier aus der Kriegszeit auf jeder Etage eine Dusche und WC-Räume. Ja, das haben die jetzt einfach... Genau, zum Teil haben sie es auch genutzt, das sehen wir gleich oben, aber hier zum Beispiel ist es jetzt einfach noch so, wie es war. Kann man sich auch vielleicht mal angucken. Boah, so lecker, ne? Ja, also ich denke, die haben halt auch hier noch irgendwie reingepisst oder irgendwas. Irgendwo muss der Ablauf ja hin. Und das hier, perfekter Kloner, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. 240 Klone, glaube ich, grob, kriegt man damit hin. Nicht schlecht. Ja, wir kommen jetzt in den Steckingsraum. Oh, na? Okay, das also, ist der Mutterraum gewesen. Ne, also hier haben wir die Mütter. Ja, Leute, hier ist auf jeden Fall Mama-Raum. Patrick, ich kann dir jetzt gleich sagen, wie es hier ablief. Hier standen links die Mütter und einer hat dann hier schön gestanden und von den Müttern Stecklinge geschnitten. Die Klone. Und die Klone hier, Silverfire, Northern Lights X. Also die hatten auf jeden Fall auch eine gute Sortenauswahl. Die Plugs, die bei denen gekauft haben, hatten ein gutes Menü. Also solides Menü, sagen wir es mal so. Ja, und hier, Leute, das ist Lost Place. Die Polizei war nicht sauber. Siehst du, oh. Verschimmelt 2 Jahre altes Pflanzenmaterial. Aber hier... Pff, vorsichtig. Pff, jetzt sind die Sporen auf jeden Fall am Fliegen. Ja, krass. Also, das ist Heidenarbeit, Leute. Hier überall die Leitung reinzuziehen. Criminal Energy am Start auf jeden Fall. Was haben sie hier benutzt? Piranha. Also, weiß man, wie lange die Anlage lief? Ein Jahr. Oh, die Investition hat sich nicht gelohnt. So, dann sind wir hier, ist der Raum, wo sie dann quasi geschnitten haben, denke ich mal. Alter. Hier ist der Wurzelkomplex von Hesi. Ne? Ja, guck mal, hier haben, Alter, hier hast du, Leute, zieht euch mal bitte rein, wie viel Stuff hier rumliegt. Also hier haben wir nochmal komplette Schilder. Dann haben wir hier nochmal, könnt ihr euch vorstellen, so ungefähr sahen die Mütter aus, wann sie klein geschnitten wurden. Komplett eingerichteter Arbeitsplatz. Kannst du mal kurz halten? Ja, klar. Guck mal, hier lief es dann so ab, ne? Eine Mutter. Und dann hast du hier gesessen und dann hast du irgendwie dir hier was Kleines abgeschnitten. Dann hast du da Stecklingsschilder reingepackt, dann da rein, Wurzelhormone und dann rüber in den anderen Raum. Also, ihr seht alleine, die Jungs waren auf jeden Fall prepared und haben das fucking serious genommen. Also, hier. Krass. Also die sollen das auf Vollzeit betrieben haben. Also die haben, sind keine anderen Beschäftigungen mehr nachgegangen. Ja, Jack Herra, Silver Haze. Ja klar, also das wird auch in den Cannabis Social Clubs die Leute brauchst du Gärtner, die eben dann auch sich die ganze Zeit kümmern, ne? Ja. Also eigentlich ist hier, zieht sich rein, Leute. Hier. Also hier ist ein kompletter Grow-Shop in dreifacher Ausführung. Also für eine kleine regionale Stadt. Hast du hier auf jeden Fall. Und das hier ist eins meiner Lieblingsgeräte, kannst du ja schon mal merken, wenn ihr dann mit eurem Social Club Tranchometer von Blue Lab ist wirklich eins der solidesten Geräte, die es gibt. So komplett voll. Alles voll. Also hier sind ein paar interessante Pumpen auch noch. Ja, zieht's euch rein.
Jetzt wird's wild, Leute. Jetzt geht's auf die nächste Etage. Wir sind erst in der Anzuchtanlage. So, hier sieht die Elektroverkabelung noch okay aus. Oben wird's gleich spannender. Okay, also wo lang? Jetzt müssen wir hier raus, wieder auf den Gang und dann eine Etage höher. Vorsichtig. Krass. So, das heißt, in den nächsten Wochen wird jetzt hier erstmal einfach alles freigeräumt. Genau, also wenn ich den LKW frei habe, dann komme ich hier mit ein paar Jungs vorbei und dann sortieren wir mal erstmal aus und fahren zur Kippe. Hier auch wieder die Bearbeitung vom SEK. Einfach Wahnsinn. Also die hatten sogar in dem Bunker die Türen abgeschlossen. Ja, richtig. Hier seht ihr auch noch mal ein bisschen Stuff. Oh, auf jeden. Hier sind sogar noch teilweise Blüten. Okay, vielleicht finden wir ja noch mal ein paar Blüten. So, ja, hier war komplett leergeräumt. Hier sind noch ein paar Töpfchen. Hier war, glaube ich, auch komplett leer. Ja, warte. Ja. Was ging denn hier ab, Darkroom? Das war von der Probezeit noch. Also da haben die Bands drin sich so einzeln die Räume fertig gemacht gehabt. Also Leute, die schweren Jungs haben hier den Bunker getarnt als einen Bandproberaum und haben nachts auch immer laut Musik von Drumgeräuschen laufen lassen, als ob jemand hier drinne probt, damit die Nachbarn irgendwie irgendeinen Grund hatten, warum hier jemand reinfährt. Und das wurde halt ja auch als Proberaum offiziell angemietet, ne? So, hier nochmal Waschraum. Aber hier wurde jetzt gar nicht so angebaut, ne? Also die Fläche, die war, also ich weiß nicht, ob sie es leergeräumt haben. Das kann ich dir, ja doch, hier wurde auch, ne? Also die haben halt teilweise viel rausgeräumt und teilweise aus den Etagenhöhe hatten die keinen Bock mehr, ne? Also guck hier von 78. Ja. Und hier siehst du auf jeden Fall die guten NFT-Tische auch, Nutriculture. Warum haben sie die benutzt, kann ich dir sagen, weil du da ein paar Tage lang das einfach stehen lassen kannst. So nach 7 bis 10 Tagen musst du dich dann erst wieder drum kümmern, wenn du die gut gepegelt hast. Hier sind auch mal vernünftige Dinger für die Lampen, ne? Und nicht wie drüben nur die einfachen Ketten. Ja, okay. Also ich frage mich, was sie jetzt in diesem Raum gemacht haben, weil hier ist jetzt keine Zuluft, keine Abluft wirklich. Also wahrscheinlich irgendwie nur Zwischenstation. Vielleicht wurde das auch nur zwischendurch mal genutzt, ne? So, und jetzt, warte mal, was höre ich denn hier? Was hört man denn hier? Das ist die Autobahn, Das ist die Autobahn. Das sind die Lüftungen direkt zur Autobahn. So, und eigentlich wäre das auch ein perfekter Growroom dann für einen Verein, ne? Hier vorne hast du Gerätekammer, Vorbereitung und dann so ein Raum, was 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Meter, 1, 2, 3, 4, also ja, hier hast du ein paar Quadratmeter und auch Lauffläche. Was hat eine Ebene an Quadratmeter? 120. Okay. 120 und die sind alle gleich aufgeteilt? Die sind alle gleich aufgeteilt, außer das Dachgeschoss, das ist eine reine Tarnetage, die ist also nicht gepanzert wie die anderen Etagen. Okay, dann ziehen wir uns mal das nächste Stockwerk rein. Weil bisher, muss ich sagen, war es ja Anzucht und Mutterräume. Also jetzt heißt, die nächsten Etagen werden deutlich interessanter. Okay. Oh so. Ja, auf jeden. Also hier haben wir halt extreme Durchbrüche, die in den auch Wartungsschacht des Bunkers laufen. Also hier drüben gibt es einen so einen Wartungsschacht und hier haben die Sachen quasi Big Boys zusammengeführt. Krass. Also Leute, hier ist alles. Also auch krasse Tüftler. Einige von den Growern werden es kennen. Nicht alle Systeme, die man kauft, sind perfekt, wie man sie kauft. Und das siehst du hier bei dem Hydrosystem. Hier haben sie noch irgendwie versucht, das alles zu optimieren. Das ist der Fluttisch, der auf dem Tank dann drauf sitzt. Und dann haben sie noch, glaube ich, zu den Pflanzen eins. Ach, das sieht so aus. Als ob hier hier standen die Töpfe drin. Und dann war das pro Topf immer ein Zulauf. Was ist hier drunter? Die Netze, ne? Zum Hochbinden.
Also hier kannst du auf jeden Fall dir nochmal einen kleinen Grow-Shop komplett aus... So. So, Leute. Ja, jetzt geht's in den nächsten. Jetzt geht's in den wirklichen Anbauraum. Na, hier die Abluft nach drüben. Warte mal, kann man das hier irgendwie... Warte, ich hänge das mal kurz hier hin. So. Krass. Okay, also die haben das so aufgeteilt, in der Mitte das Beet und ums Beet drumherum, weil du hast immer ein Problem, ab einer gewissen Tiefe kommst du nicht mehr an die Pflanzen ran. Nicht mehr dran, ne? Ja. Und auf was haben sie angebaut? Also hier Kokos. Alter Leute, die haben sogar, um Medium zu sparen, haben sie einfach Schaumstoff klein gehäckselt. Und Schaumstoff, also das habe ich als Medium jetzt noch nie gesehen. Hier seht ihr eine Mischung aus, was ist das hier? Steinwolle und Schaumstoff. Durchwurzelt waren sie auf jeden Fall vernünftig. Aber ich frage mich, Alter, wie viele Leute hier am Berg waren? Also die waren wohl zu dritt. Okay. Also drei sind meines Kenntnisstandes nur verurteilt. Okay, machen wir mal ganz kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, 10 und, also alleine in diesem Raum, warte mal, 10, 100, 200, 300, sagen wir mal 400 Pflanzen. Und kann man auch schon ableiten, was für ein System sie hier gefahren haben. Sie haben Sea of Green gemacht, weil die Töpfe alle so nah beieinander stehen. Das heißt, die Pflanzen sind nicht in die Breite gewachsen, sondern waren meistens so ein gerader Stiel nach oben mit einer dicken Knolle, also mit einer dicken Cola oben. Also wenn jemand Easy Roads braucht, hier sind noch ein paar. Ja, krass. Man merkt, was hier für eine krasse kriminelle Energie hintersteckte. Und am Ende sind das aber Jungs, die hohe wahrscheinlich auch guten Social Club betreiben können. Richtig, also die haben eigentlich Qualitäten dafür. Oh, krass, okay. Also alle Lampen wurden von der Polizei auf jeden Fall mitgenommen. Alle bis auf die unten, die sie vergessen haben. Ja, ja. Das ist halt das, was mitnehmen, damit man nicht gleich wieder loslegen kann. Zelte zerschneiden konnten sie hier natürlich nicht, ne? Bei der Bunkerwand wäre es schwer geworden. Ja. Krass. Also hier auf jeden Fall, wenn jetzt die weiteren Etagen genau so aufgebaut sind, dann haben die hier richtig rausgeholt. Ich bin mal gespannt, die müssen irgendwo geerntet haben. Hier haben wir auch mal einen guten Topf, das war mir auch aufgefallen. Dass schon mal die neuere Generation hier auch verwendet wird. Ich glaube, das war denen am Ende von der Investition zu teuer. Und die AirPods haben das Problem, dass die so schnell verdunsten, dass sie immer gießen, dass du so viel gießen musst. Also ohne automatische Bewässerung. Und automatische Bewässerung hatten sie nicht. Siehst du mal? Ja gut, die hatten unten die Pumpen, hatten aber auch Zeitschaltuhren. Also die hatten, hier oben sehen wir das dann gleich. Ah, guck mal, doch, die haben geflutet. Ja, die haben auch richtige so Fässer gehabt, die automatisch immer liefen. Also das, okay. Das haben die schon gemacht. Also man sieht auf jeden Fall, sie hatten, wie ich vorhin schon gesagt habe, keinen Abfluss. Und da die Töpfe alle so bis auf 3-4 cm Höhe diese Salzablagerung haben, hier, also die hier, hier siehst du es, ne? Und das kommt genau hin mit der Höhe auch der Kante hier von dem Flutbett. Die haben einfach eine Leiste auf dem Boden, haben hier Teichfolie reingeknallt und dann haben sie die Dinger immer geflutet und sich vollsaugen lassen. Aber, und jetzt mal eine Sache, dieses Weed ist nicht gesund. Auch wenn sie sich Mühe gegeben haben, hier ist überall Schimmel und der war hundertprozentig auch damals da. Das sind so die Schattenseiten des Schwarzmarktes. Auch wenn ich den Leuten, die ich hier angebaut habe, eventuell unterstelle, dass sie das Gärtnern echt gerne gemacht haben und drauf hatten. Am Ende war es nicht so steril, dass man hier irgendwie Schimmelsporen oder so komplett ausschließen kann. Hier weiß ich nicht, ob sie das genutzt haben, um Tütchen zuzubügeln. Das ist sehr wahrscheinlich sogar. Ja, hier haben wir noch Müll, jede Menge Pflanzenmüll. Jetzt gleich kommen wir in den Trockenraum. Leute, da ist einiges an Pflanzenmaterial. Weil ich habe mich ja gefragt, irgendwo müssen sie ja auch ernten und verarbeiten. Also, hier Leute, wir haben das Materiallager gefunden. Warte mal, ich versuche mal hier. Warte, wo kann ich denn das? Ich hänge das mal kurz hier hin. So, also, Materiallager. Ja, also es duftet auf jeden Fall nach Hecke. Und was haben wir hier? Hier haben wir den Trim. Hier haben wir... Die müssen ja irgendwie eine Häckselmaschine gehabt haben. Krass. Bestes Baumaterial hier. Aber keine Blüten mehr.
Also das, was am nächsten an Blüten rankommt, ist das hier. Hier, hier Leute, da haben wir sogar noch eine Blüte. Puh. Mal gucken, was da drunter noch ist. Ja, also. Hier, da haben wir noch ein Blatt. Ja Leute, so sieht eine illegale Grow-Up aus. Und davon muss es halt einige in unserem Land geben. Hier haben wir noch so eine Möglichkeit, den Verarbeitungsraum quasi abzuschließen. Alter, pass mal auf, ich weiß, was das ist. Die haben hier drinnen gearbeitet und die hatten natürlich Angestellte. Und damit die nicht hier klauen, haben die das zugemacht. Damit die nicht klauen, haben die sich nochmal einen eigenen Tresor gebaut. Heftig. Also noch nicht mal komplettes Vertrauen ins Team. So, hier ist nochmal so Reste aus der Probezeit hier, ne? Diese Bühne und der Rest ist eben aus dem Anbau. So, jetzt kommen wir in den, denke ich mal, spannendsten Teil. Alter, Leute, hier sind noch komplette Pflanzen. Also wirklich komplett. Da hatte die Polizei einfach irgendwann keinen Bock mehr. Hier haben wir, das fand ich ganz ulkig. Nur Weed, only Cannabis. Ja, weißt du warum? Damit das, das war zum Abpacken, ja, oder so. Damit das kein Dreck ist. Und hier haben wir den Verschnitt. Warte mal. Also hier drin duftet es auf jeden Fall nach Pflanze. Ich würde jetzt nicht sagen, oh Leute, hier. Da haben wir sogar noch Blüten dran. Weil ich rubbel mal dran, mal gucken nach was. Oh, das ist alles natürlich eben. Oh. Digga, hier. Ja. Also ich hätte es nicht gekauft, aber es hat, es zeigt noch das Potenzial. Hier ist der Verschnitt, ne? Ah, guck mal, hier. Leute, die Grower sind halt immer kreativ. Da haben sie sich ein Netz drüber gepackt, haben hier drüber hochwahrscheinlich irgendwie getrimmt. Und jetzt zieht es euch rein. Die Polizei hatte einfach keinen Bock mehr. Aber hier, komplett Trim, kannst du alles eigentlich siften, wenn es frisch ist und nicht seit 2 Jahren hier rumliegt. Aber im Endeffekt noch. Also für Lost Place bisher mit das meiste Pflanzenmaterial, was ich gesehen habe. Krass. Okay, was haben sich hier in diesem Raum gemacht, Leute? Also hier wurde hochwahrscheinlich wirklich endverarbeitet, wenn sie da vorne schon Müll hatten. Also wir hatten hier, als ich das Objekt besichtigt habe, das hat der Eigentümer warum auch immer abgebaut. Vielleicht brauchte er das selber oder sein Sohn, keine Ahnung. Hier lagen große Trocknungsnetze, die quasi das zum Trocknen gebracht haben und auch ganz viele Filter. Also hier ist jetzt nur noch ein Filter, hier hingen mehrere Filter, weil der Raum natürlich auch entsprechend geduftet haben wird. Also ich würde sagen, zeitweise haben sie den noch zum Anbau benutzt, weil deswegen haben sie hier die weiße Folie dran. Ja. Aber irgendwann wurde das, magst du das mal kurz halten? Ja, bitte? Klar. Dann wurde das hier Verarbeitungsraum. Ah, ist brutal, was hier noch an Start ist. Also aber keine fetten Batz mehr irgendwo dran. Ich guck gerade nochmal. Ey. Jetzt wird euch aber mal bewusst. Jetzt ganz kurz, ja. Die große Leuchte. Da? Kannst du die mal nehmen, bitte? Ja, ja. So, also, auch wenn das hier Black Market war, Leute, das war eine also wirklich eine komplett organisierte Operation hier. Jeder, der Cannabis selber schon mal angebaut hat und so viel Pflanzenmaterial sieht, der kriegt eingefügt und das ist nicht Freude, sondern Scheiße, wie viel Arbeit war das? Ich sag ja auch. Thank you for growing my weed, aber bitte ohne Schimmel. Aber irgendwo muss es ja herkommen. Ja, krass, also bin auch ein bisschen hyped gerade. Was haben wir denn hier noch? Selbst trockene Röhrchen für Spuren. Gebrauchsanweisung. Selbst trocknendes Röhrchen für Spuren. Ah, Polizei. Nicht von den Growern. Okay, Handschuh. Heftig. Ja, Leute. Nur für Weed. Nur für Cannabis. So, und jetzt geht's genau so, Etage für Etage weiter. Wie viele Etagen haben wir dann? Ich glaube, wir haben jetzt noch 3 vor uns. Oh, krass. Wenn ich mich nicht vertue. So, dann. Ja, und dann halt die Räume, die irgendwie
nicht zu benutzen waren, wurden dann immer zum Müllräumen. Weil man ja auch irgendwo damit hin müsste. Also hier musst du halt richtig patente Handwerker auch am Start haben, weil also sowas baue ich dir nicht hin, ne? Also auch wenn ich handwerklich... Also das ist, also ganz ehrlich, dieses System ist eigentlich einfach zu machen, weil sowas haben wir selber bei uns zu Hause für Gardena auch gemacht. Die gibt es auch von Gardena in einer ähnlichen Form. Das sind einfach nur Plastikrohre, die du nur drauf schraubst. Aber ich meine so das Allgemeine. Du musst die ganzen Kabel reinlegen. Ja, du musst ein paar Löcher bohren. Die haben hier extra die Löcher, genau. Du siehst es ja, die haben ja extra wirklich Löcher gebohrt. Durch den Beton, ne? Ja. Also ich sag mal, das kann man deutlich schöner machen. Das werden wir auch deutlich schöner machen. Dass es auch nach der Norm entsprechend gut aussieht. So, das heißt, eigentlich könnte ein kleiner Social Club sozusagen sich eine Ebene hier oder zwei Ebenen mieten. Genau, irgendwie sowas. Oder eben, wenn es eine komplette Produktion wird, könnte man auch den ganzen Bunker als Gewerbebetrieb nutzen. Nur noch einen Fahrstuhl außen. Der Fahrstuhl, der sollte dran. So, jetzt kommen wir in den Bereich, wo wir sehen, dass die Jungs nicht so ganz so schlau waren. Okay. Strom klauen ist keine gute Idee, weil es fängt irgendwann an zu brennen. Alter, Digga, hier ist... Wenn man keine Ahnung hat davon. Aber deswegen sind sie nicht aufgefallen. Nein, das hat gebrannt und das haben wir nicht gemerkt, weil der Bunker ist ja zu. Ja. Das hat wahrscheinlich einfach nach oben geraucht. Das Weed war auf jeden Fall im Arsch. Also hier auf der Etage. Ja, aber stell dir mal vor, du hast hier so eine illegale Operation, es fackelt dir ab, was machst du? Du kannst die Feuerwehr kannst du nicht rufen. Ja, genau. Also hoffen, dass der Bunker brandschutzmäßig das aushält. Beton kann nicht brennen, ne? Nee, aber ich meine... Klar, die Eisen können sich verbiegen, wenn es zu heiß wird, ne? Aber ja, dann. Okay, also deswegen. Ja, hier haben wir auch nochmal größere Töpfchen. Alter Jungs, das ist. Also das hier ist erstmal. Hier haben wir auch nochmal ganze Pflanzen, wenn du da vielleicht nochmal. Ja. Also hier wurde halt eigentlich das Wasser gemischt. Hier siehst du Abtus, die unterschiedlichen Dünger. Die haben aber auch wirklich querbeet alles verwendet, ne? Also Abtus, Hydroponics, Hazy. Kanner. Also All-in-One-Liquid, Rhino, Skin für die Stämme. Was haben wir hier? Nochmal was. Ja, also hier haben sie auf jeden Fall angemischt. Aber warum sind jetzt vier Pötte unterschiedliche Nährlösungen hier drin? Haben sie von hier vielleicht woanders hin abgeleitet? Ah ja, hier, guck mal. Die hatten das hier sogar mit selbst schließender Zuleitung. Das heißt, die konnten auch mal ein paar Tage weg sein. Und dann hat sich hier einfach der Tank wieder gefüllt. Und mit diesem Stopfen wurde einfach wieder der Zufluss gestoppt, damit sich hier nicht irgendwie ein Wasserschaden entsteht. Vorsichtig. So, dann ziehen wir uns nochmal da hinten die Pflanzen rein. Also es ist wirklich eine mega große Operation hier gewesen. So. Ja, Blütewoche 2,5 kamen sie hier rein. Das musst du ja auch noch alles entsorgen, ne? Ja. Osterfeuer für die Nachbarn. Also kannst draußen vor dem Bunker einen Pool aufbauen, Aktivsauerstoff rein und dann kannst du einfach alle Töpfe reinknallen. Dann kannst du die auf jeden Fall noch verwenden. Und jemanden suchen, der die schrubbt. So. Ah. Okay, also hier haben sie das System, was wir auch von unten kennen, aber... mit Netzen. Also hier siehst du, hier hatten sie so die Dinger drinne und dann hatten sie hier Netze drinne zum Scroggen und Positionieren. So, hier ist auch ein bisschen Digitalisierung, weil wir haben hier LAN-Kabel. Ich weiß nicht, wofür sie die gebraucht haben. Vielleicht hatten sie eine Kamera hier hängen. Also, weil hier ja etliche davon liegen. Auch irgendwo eingesteckt, da ist ja was rausgerissen. Ja. Das war ja irgendwo mit verbunden. Das war bestimmt Trollmaster. Das war das war bestimmt kein Internet, sondern das war einfach Steuerung. Vom Licht meinst du? Ja, vom Licht hier, ja. Heftig. Was hatten sie? Ja, die haben hochwahrscheinlich halt, beim Licht haben sie nicht viel investiert. Das sieht alles nach ziemlich einfach irgendwie eine... einfach eine NDL-Anlage. Die haben den Strom ja geklaut, also war das auch egal. Ja, genau. Wie viel Verbrauch da ist. Wie lange hat die Polizei hier drin geräumt? Also angeblich war das in einem Tag fertig, allerdings mit einem ganz großen Trupp. Also hier nochmal die Verpackung von den Lampen und auch nochmal so ein Lüfter mit Schallschutz. So, Leute, jetzt ziehen wir uns mal rein. Was hatten sie?
Dimlux an. Ah, okay, perfekt. Jetzt hier, hier siehst du es, das waren alles NDLs. Hier, ja, ah, guck mal, perfekt. Nicht Treumaster, sondern Dimlux Steuergerät, deswegen waren da LAN-Kabel. Ah, okay. Also, alles leer, ne? Hier die Lüfter noch, ne? Also hier ist auf jeden Fall, ja, wie du schon sagtest, 300.000 locker. Ist noch irgendwas hier drin? Alles leer, alles leer, alles nur noch Papiermüll. Und hier wieder das selbstgebaute System. Ich glaube, die waren sich noch nicht so ganz schlüssig, wohin sie hinwollen. Ob sie irgendwie passives Hydro, Hydro. Aber so ist es, ne? Man muss es alles mal ein bisschen austesten. Krass, warte mal, ich will mal kurz gucken, ob hier noch irgendwo... Wir sind alle leer. Also ich könnte mir vorstellen, die haben die wahrscheinlich ja aufgehangen, klar. Und das einfach nur als Müllraum hier genutzt. Und die Polizei hat einfach nur die Lampen von der Decke abgenommen, ja, ja, und den Rotz einfach stehen gelassen. Ja. Ich gucke gerade noch, ob ich irgendwo ein verstecktes Kilo finde, Leute. Waren wir hier? Hier waren wir, glaube ich, noch nicht, ne? Nee, also es zieht sich von einem Raum in den anderen fort. Jetzt haben wir auch mal bunte Töpfe. Ja, also ich glaube, diese Anlage, auch wenn du die mit drei Leuten betreibst, so nach zwei Jahren, da bist du immer noch in manchen Räumen am Optimieren. Oder also ein Jahr war das noch. Ach so, ein Jahr. Ein Jahr und vor zwei Jahren ist aufgekippt. Okay, ja, dann hatten sie noch nicht so die Zeit, alle Räume standardisierend betreiben zu können. Ja, also so wird Schwarzmarkt-Weed angebaut, Leute. So wird Black-Market-Weed angebaut und wirklich im großen Stil. Also ich werde mal versuchen zu überschlagen. Weißt du, wie viel Kilo hier rausgegangen sind? Weißt du das? Also verurteilt sind sie, glaube ich, für 1 Million Euro Umsatz. Aber die haben auch irgendwie gesagt, dass die ersten zwei Male wohl komplett eingegangen sind. Konnten sie eben nicht anders nachweisen. Also ich denke, dass die 3 Millionen sicherlich verdient haben in der Zeit. Okay, das ist mal eine Ansage. Hier, ganz wichtig, auch ein Luftverteilerschlauch, dass es halt schön gleichmäßig in den Raum reingedrückt wird, die Zuluft. Sowas sollte auf jeden Fall in einem guten Growroom immer sein. Oh, hier nochmal vielleicht die Dimension, wie riesig. Ja, das ist brutal. Gelbsticker hatten sie also auch, also entweder Prävention oder Befall. Hängt hier Harz? Ja, Leute, guckt, ihr kennt's. Die schön verharzten Scheren hier. Crazy. So, ich habe schon ein bisschen den Überblick verloren. Wir waren jetzt im dritten Stock. Ja, ich muss jetzt mal gucken, wo wir... Ja, ja, hundertprozentig. So. Ja, ja, 100 pro. Was haben wir hier? Nichts hier Besonderes. Papiermüll. Also eigentlich zieht sich das genauso fort wieder hier die dicken Zuluftrohre. Aber hier sieht es für mich so aus, als wenn sie nur angefangen hätten. Ja. Weil hier sieht man, hier ist ja Ende und drüben ist auch nicht viel. Also hier ist noch nichts passiert großartig. Ne? Nee. Ja gut, hier war auf jeden Fall was drin. Hier ist leer geräumt. Ja, klar. Vielleicht auch von denen irgendwann haben sie festgestellt, dass ein Raum nicht so gut läuft und sind dann irgendwie ins andere Stockwerk gezogen oder so. Hier haben sie auf jeden Fall mal eine ganz andere... Ist das eine Tauchpumpe? Ja, das ist eine Tauchpumpe. Aber mal ganz anderes Kaliber. Oder was ist das hier? Also hier finde also ich... Also das habe ich noch nie gesehen, was das hier darstellen soll. Lüfter ist es nicht. So, warte mal. Ich habe ja gehofft, noch irgendwo einen schönen dicken Bad zu finden, ne? Aber das ist schon für ein Lost Place und auch, dass die Polizei eigentlich alles, was BTM betrifft, rausräumen musste, hatten sie hier einfach irgendwann keinen Bock mehr. Auf und dann muss sich der normale Bürger, der die Immobilie kauft, drum kümmern. Genau, um so eine Scheiße. Ja, okay, das, das ist ja klar. Die haben ja nicht den Anspruch, das hier als schönster Growroom des Landes zu haben. Einen Designpreis werden sie hier nicht mitgewonnen haben. Ja, okay. Hier ist auch noch mal so eine Pumpe. Guck mal, ja, hier. Das wird irgendwas mit Umwelt oder irgendwas mit Wasser sein. Schild und Wollmaus frei. Also die hatten auch scheinbar Probleme. Ja,
Also was man auf jeden Fall festhalten kann, ist geplante Organisation von vorne bis hinten, extrem viel Geld in die Hand genommen und vor den Leuten, die hier im Wohnviertel sind. Ne? Wir sind hier mitten im Wohnviertel, Leute. Das ist noch das Krasseste. So, hier geht's nochmal weiter mit dem bunten Töpfchen. Ach, krank. Also ja, es wiederholt sich und wiederholt sich. Links, dass okay, da noch hier, hätte ich, ist. Guck mal hier da. Hätte ich spätestens als Polizei auch gar keinen Bock mehr gehabt. Aber hier haben wir nochmal eine komplette Knolle am Start. Mega verschimmelt. Aber ja, ab hier hätte ich auch gesagt, Leute, komm, lasst uns abhauen. Überlassen wir demjenigen, der den Bunker kauft. Ja, also... Hier sieht man nochmal vielleicht die Höhe. Ich habe jetzt schon den Überblick verloren. Wie groß die waren. Ja, also... Das ist ja auch nochmal ganz interessant vielleicht für den Zuschauer. Auf jeden. So, Leute, wenn ihr mal wissen wollt, wie groß die Pflanzen bei denen... Oh, hier lebt sogar noch ein Marienkäfer. Also, so hoch die Pflanzen, dann hingen die Lampen auf jeden Fall irgendwann hier. Ob das gut ist, weiß ich nicht, aber so groß würde ich meine Pflanzen nicht werden lassen. Hier haben wir noch einen Sensor von der Sensorik. Was ist das für ein Sensor? Einmal Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Hier eben nochmal. Ja, okay, das wiederholt sich jetzt über Etage, Etage. Also man sieht aber einfach, das sind auch wieder hochwahrscheinlich die Dimlux, ja. Warte mal, hier, falls ihr euch fragt, welche Lampen die benutzt haben, hier sehen wir sie. Das waren diese Dimlux-Apparaturen. Die ist überbelichtet. Ach so, okay, so. So? Ja, so. Also das hier waren die Dimlux. Ich weiß nicht, ob das Double-Ended waren. Unten habe ich auf jeden Fall... Kannst du mal kurz halten, ja, die große Lampe? Unten habe ich auf jeden Fall... So, so ungefähr hingen sie... Warte mal, so ist okay, ne? Fällt das Licht mal an die Decke, bitte? Ja, perfekt. So ungefähr könnt ihr euch die Räume dann auch vorstellen. Das kommt ganz gut hin von der Anzahl. Und das waren 600 Watt Lampen. Ich gucke gerade, aber es sind nicht double-ended. Ne, es sind reguläre. Oder? Nee, doch, double-ended. Was bedeutet double-ended? Dass die nicht an einer Seite das Gewinde haben, sondern dass sie von beiden Seiten angestöpselt werden. Das ist sozusagen in der NDL-Technologie sozusagen der letzte Stand der Entwicklung. Also es waren auch keine super günstigen Lampen. Also da revidiere ich meine Aussage von vorhin. Das waren jetzt keine spottgünstigen Lampen. Die haben schon sich was Vernünftiges ausgesucht. Ja? Jetzt kommen wir in die ehemalige Wohnung. Opa. Was geht denn hier ab? Ah, jetzt sind wir auf dem Dach? Wir sind jetzt auf der Tarnetage. Also ihr müsst euch vorstellen, hier drunter, das ist alles bombensicher und hier drüber, das hat man als Tarnetage gebaut mit einem Fake-Dach damals. Hier sieht man auch Einflüsse vom Bombeneinschlag. Also hier fehlt ein Teil der Etage, die eben nicht so stark gepanzert war. Und hier oben wurde sozusagen als Proberaum? Hier war Proberaum und ganz früher hat hier auch jemand gewohnt. Krass. Also das heißt, hier haben sie dann laute Musik abgespielt, damit die... Anwohner hier aus dem Wohnviertel. Die hatten hier drüben auch so eine Chill-Ecke. Also hier war so ein, ich denke mal, dass sie hier ihre Freundin vielleicht da hatten mal. Auf dem Sofa ist vielleicht schon auch das ein oder andere Kind gezeugt worden. Ja, hier haben sie dann gechillt. Du brauchst ja irgendwann auch mal ein bisschen Tageslicht. So Leute, also wie oft ihr wahrscheinlich an diesem Bunker vorbeigefahren seid, wenn ihr aus dem Pott kommt. Ja, Mann. So ist es, ne? Man fährt oft irgendwo an irgendeiner Plantage vorbei, hat keine Ahnung, dass es sie gibt. Hier auch noch Tütchen, ne? Filtertütchen. Ja. Ja, Leute, für mich ein kleiner Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Ich wollte schon immer mal in so eine verlassene Anlage rein. Vielen lieben Dank, Patrick, dass du uns das möglich gemacht hast. Kein Problem. Und ich bin gespannt, was du noch aus dem Bunker machst.
egal ob in der Region Modellversuch, Projekt kommen oder Cannabis Social Clubs. Ich glaube, hieraus könnte man einiges machen und das Thema Sicherheit sollte hier eigentlich kein Problem sein. Ja. Ja, also wenn ihr aus Münster vielleicht kommt und ihr mich unterstützen wollt oder Interesse an einem Cannabis Social Club habt, hier unter dem Video werden wir eine Verlinkung einblenden und dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ja, auf jeden Fall. Kiffen für einen guten Zweck beim Patrick. Das ist wirklich bei ihm ein Herzensprojekt. Mehr kann er euch dann erzählen, wenn ihr ihn mal persönlich kennenlernt und hier aus der Region kommt. Aber wirklich vielen lieben Dank, dass bevor du den Bunker leergeräumt hast, du dich bei mir gemeldet hast. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe auch, dass solche Anlagen bald ein Relikt der Vergangenheit sind.